Hallo alle zusammen! So, heute gibt es wieder mal ein Tutorial und zwar ist es eine Fortsetzung zu meinem, ich nenne es jetzt mal erfolgreichsten Video, zumindest zu dem Video, das sich die meisten Leute angeguckt haben. Und zwar gibt es heute ein Knotenvideo, und zwar Knoten zum Klettern und diesmal für Fortgeschrittene. Wie gesagt, habe ich dazu schon mal ein Video gemacht und zwar eher so mit den Anfängerknoten, mit dem Achter, mit dem Mastwurf, mit dem Halbmastwurf. Und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und heute geht es um ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausgefallene Knoten, aber um Knoten, die ein bisschen eingeschränkteren Anwendungsbereich haben. Das werden auf jeden Fall sein der Bandschlingen-Klemmknoten, der Karabiner-Klemmknoten, der Schmetterlingsknoten, der Garderknoten, das weiche Auge und der Schleifknoten bzw. der Wasserklang. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Bandschlingen-Klemmknoten an. Fangen wir also mit dem Bandschlingen-Klemmknoten an. Der Bandschlingen-Klemmknoten ist ein Klemmknoten, wie der Name schon sagt. Das heißt, es ist ein Knoten, der sich auf Belastung zuzieht. Ich benutze ihn im Prinzip als Ersatz für den Prusik-Knoten, den ich im Anfängervideo erkläre. Er hat den Vorteil, dass man eben eine Bandschlinge benutzt anstatt einer normalen Rebschnur. Und eine Bandschlinge hat halt einfach eine höhere Festigkeit. Zusätzlich finde ich persönlich ihn ein bisschen angenehmer zu knüpfen. Das mag aber Geschmackssache sein. Er funktioniert mit einer kurzen Bandschlinge, er funktioniert aber genauso mit einer langen Bandschlinge. Jetzt für die Demonstration nehme ich einfach mal die, damit ihr genau seht, was ich mache. Wofür der Knoten grundsätzlich eingesetzt werden kann, ist alles, wo man auch eine Prusik benutzt. Ich kann ihn benutzen zur Selbstsicherung, ich kann ihn aber auch benutzen, wenn ich zum Beispiel beim Abseilen hintersichere, wenn ich am Seil hochsteigen will mit einer Prusik. Gibt wirklich sehr viele Anwendungsmöglichkeiten beim Flaschenzug etc. Und ja, dann zeige ich euch einfach mal, wie der gemacht wird. Hier habe ich also die Naht meiner Bandschlinge und die benutze ich als Auge. Ich mache das einfach immer so, das ja, funktioniert ganz gut. Was ich jetzt machen muss, ist, im Prinzip lege ich die Bandschlinge dreimal um das Seil, wenn es ein dünneres Seil ist, vielleicht auch ein viertes Mal und ziehe sie dann von unten wieder durch das Auge durch. Zeige ich euch jetzt mal. Eins, zwei, drei und dann ziehe ich die hier durch das Auge durch und schon habe ich eine Klemmwirkung. Ich kann den Knoten noch verschieben, wie bei der Prusik auch, aber wenn ich das Auge belaste, bewegt er sich nicht mehr. Zeige ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Hier haben wir das Auge und dann wickeln wir es 1, 2, 3 mal hier drum, führen es einmal durchs Auge durch hier oben und der Bandschlingen-Klemmknoten ist fertig. Runter, hoch, Belastung. Der nächste Knoten, den ich euch gerne zeigen möchte, ist der Karabiner-Klemmknoten. Es ist eine abgewandelte Variante vom Bandschlingen-Klemmknoten und zwar insoweit, als dass man einfach noch einen Karabiner mit einflechtet. Der funktioniert jetzt wie folgt. Ich nehme die Bandschlinge an irgendeiner Stelle, ich brauche nicht unbedingt die Naht, und hänge den Karabiner in die Bandschlinge ein. Dann packe ich den Karabiner an das Seil und wickel dann die Bandschlinge nur um das Seil, nicht um den Karabiner rundum. Und da kommt es wieder auf die Dicke des Seiles an. Bei so einem dicken Seil reichen 2, 3 Umwicklungen und dann nochmal eine komplette Umwicklung durch den Karabiner durch. So. Und das hat jetzt im Prinzip die Funktion, man sieht das, der Karabiner ist mit eingebunden. Ich kann das immer noch verschieben. Wenn ich hier unten aber Zug drauf bringe, klemmt es auch wieder. Hat im Vergleich zum normalen Bandschlingen-Klemmknoten einfach den Vorteil, ich kann mich hier noch irgendwo ran festhalten. Das ist besonders praktisch, wenn ich zum Beispiel vorhabe, dass ich an einem Seil hochsteige, wenn ich mich selbst aus einer Spalte retten will, diese Geschichten. Überall, wo ich gerne noch einen Griff dran hätte, im Prinzip so wie eine Steigklemme, bietet sich der Karabiner-Klemmknoten an. Ich zeige euch den jetzt nochmal im Detail. Wir haben hier also den Karabiner, die Bandschlinge. Wir hängen den Karabiner in die Bandschlinge ein, packen es ans Seil und gehen dann nur um das Seil herum. Wir machen so viele Windungen, wie von der Dicke des Seils notwendig sind,
Bei dem dicken Sportkletterseil hier reichen jetzt 2 bis 3. Machen wir noch eine drauf, damit es sicher hält. Und dann gehen wir einmal hier durch den Karabiner durch. Ich hoffe, man sieht das. So. Durch den Karabiner durch. Rundum. Und nach unten. Und jetzt haben wir auch wieder den Effekt. Ich kann das hier schieben. Aber wenn ich unten dran ziehe, blockiert es. Bewegung, Bewegung, auf Zug blockiert es und ich kann mich am Karabiner festhalten. Der nächste Knoten, den ich euch zeigen möchte, ist der sogenannte Garderknoten. Der Garderknoten ist ein Knoten, der das Seil nur noch in eine Richtung durchlaufen lässt, also eine Rücklaufsperre. Die kann ich benutzen, wenn ich zum Beispiel jemanden aus einer Spalte bergen möchte. Die kann ich benutzen, wenn ich selber mit der Münchhausen-Technik aus einer Spalte raus möchte und natürlich zu ganz vielen anderen Gelegenheiten. Was ich dazu benötige, sind zwei, ja, im weitesten baugleiche Karabiner. Ich habe hier einfach zwei gleiche Echsen genommen. Ich zeige euch das mit dem orangen und dem schwarzen Karabiner, damit ihr es besser seht. Was sich für den Garderknoten normalerweise nicht empfiehlt, es geht, aber es ist halt nicht super, ist, wenn es Schraubkarabiner sind oder Karabiner mit einem dicken Verschluss, weil wir einfach Karabiner brauchen, die wirklich dicht aufeinander liegen und nicht irgendwie vom Metall her Abstand zueinander haben. Gut, und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man den Knoten knüpft. Wir haben hier also unsere zwei Karabiner. Ich habe die mit einer Bandschlinge irgendwo befestigt. Das kann natürlich genauso ein Bohrhaken sein oder sonst irgendwas. Und für das Video ist es jetzt dieses Ende, von dem ich will, dass es nirgends durchläuft. Also sprich, dass ich nur noch an diesem Ende ziehen kann und an diesem Ende nicht. Ich packe dann einfach das Seil einmal durch beide Karabiner durch und nehme dann das untere Ende und wickle es nur noch mal um den obersten Karabiner. Das hat zur Folge, dass ich hier ziehen kann. Es lässt nicht nach. Hier kann ich ziehen und es einholen. Und was ganz charakteristisch ist, ist, dass es hier so umschnappt. Ich habe hier, lässt es nicht mehr nach, hier kann ich es einholen. Und wichtig eben, das Seil, das sich nicht mehr bewegen lässt, nicht mehr rausziehen lässt, ist immer das, das zuerst um beide rundum geht. Und das, das man noch ziehen will, ist das, was nachher nur um den obersten nochmal gewickelt wird, das Ende. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme, damit ihr auch genau seht, wie man den Knoten knüpft. Ich habe hier also die beiden gleichförmigen Karabiner. Mache das Seil einmal durch beide durch. Und dann, je nachdem, welches Seil ich will, dass es sich noch bewegt, in dem Fall möchte ich, dass das sich nicht mehr bewegt, nehme ich das hier und fädel es nur noch durch den obersten durch. Jetzt kann ich hier noch ziehen, das geht, aber sobald ich hier dran bin, ist zu. Der nächste Knoten, den ich euch gerne zeigen möchte, ist der Schmetterlingsknoten. Der Schmetterlingsknoten ist ein Knoten, den benutze ich eigentlich ausschließlich aufgrund seines großen Volumens als Bremsknoten. Man kann sich aber wohl auch einfach damit einbinden in einer Seilschaft. Und einer seiner großen Vorteile ist, dass ich im Prinzip nicht zwei freie Enden brauche, sondern ihn einfach im, ja, sag ich mal, mitten im Seil knüpfen kann. Was der Bremsknoten auch noch hat, ist neben einem sehr großen Durchmesser, dass er sich sehr leicht wieder öffnen lässt. Das heißt also zum Beispiel bei einem Spaltensturz, wenn man zu zweit unterwegs ist und dann alleine im Prinzip die Person, die gestürzt ist, aus der Spalte holen muss und gleichzeitig die Knoten aufmachen, bietet sich der Schmetterlingsknoten an, weil einfach viel leichter zu lösen ist als jetzt zum Beispiel eine 8 und eben auch noch einfach einen viel größeren Durchmesser hat. Wie funktioniert der Knoten jetzt also? Es ist im Prinzip ganz einfach, wie alles, wenn man es kann. Ich lege das Seil einmal über meine Hand, ganz links. Einmal ganz rechts und einmal in der Mitte. So. Dann nehme ich das ganz rechte Ende und schiebe es durch die beiden unteren Enden durch. So. Und das war's auch schon. Ich ziehe meine Hand raus, ziehe an dem Ende, einmal hier, damit er sich zuzieht, und der Schmetterlingsknoten ist fertig. Und wie man hier eben sehr schön sieht, das Seil stellt sich hier so auf, dadurch hat er einfach einen sehr großen Durchmesser und kann sich schön in den Schnee reinfressen und eben den Sturz verringern. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Einmal das Seil ganz außen, zweimal das Seil ganz außen, einmal das Seil in der Mitte. Dann nehme ich das Teil hier und stecke es unter den beiden anderen durch. So, ziehe die Hand raus,
den Knoten. Damit er fest wird, muss ich an beiden Enden ziehen, da zieht er sich zu. Voilà, Schmetterlingsknoten. Der nächste Knoten, den ich euch gerne zeigen möchte, ist das sogenannte weiche Auge. Das weiche Auge ist ein Knoten, der eine Schlinge bildet in einer Bandschlinge, und also sprich ein Auge, und hat aber im Vergleich zum einfachen Sackstich, den ich in meinem Anfängervideo zeige, den Vorteil, dass er das Material der Bandschlinge nicht so sehr schwächt. Es ist ja so, dass jeder Knoten, den ich in ein Seil oder in eine Bandschlinge mache, ihre Bruchlast gegebenenfalls verringert. Und das macht der Knoten weiches Auge entweder nicht oder zumindest weniger. Man benutzt das weiche Auge zum Beispiel, wenn man sich beim Klettern eine Standplatzschlinge vorbereiten möchte und dann das weiche Auge als Zentralpunkt nehmen möchte. Für solche Einsätze ist das eigentlich gedacht. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie man den knotet. Ich habe für den Knoten jetzt eine extra dicke Bandschlinge genommen. Der funktioniert genauso mit einer Dynema-Schlinge. Jetzt ist es einfach nur, damit ihr das besser sehen könnt. Zunächst knotet man einen ganz normalen Sackstich. Und zwar einfach den, ich glaube, man nennt den etwas dämlich, sonst auch Hausfrauenknoten, Sackstich. So. Dann, wenn ihr das habt, ihr zieht den Knoten nicht zu, sondern ihr biegt diese Schlinge, die hier übrig bleibt, einfach nach hinten und seht zu, dass sie richtig schön liegt. Das ist wichtig, da geht es um den Standplatz. Da wollt ihr, dass das alles ordentlich ist. Und dann zieht ihr nicht die Schlinge, die von dem Ende kommt, sondern die obere Schlinge einfach nach oben raus. Damit zieht sich das Bandschlingenmaterial nach oben und ihr habt den Knoten. So. Dass er richtig ist, erkennt ihr, dass hier einmal die zwei Ärmchen hochgehen und von einem überdeckt werden. Und hier auf der anderen Seite hat man den einen vertikalen Arm und den einen horizontalen. Ja, und vielleicht kommt dem einen oder anderen dieser Knoten bekannt vor. Wenn man sich damit anseilt, ist es nichts anderes als der doppelte Bulin. Aber, wie gesagt, weiches Auge für die Bandschlinge. Jetzt zeige ich euch nochmal im Detail, wie man den knüpft. Weiche Auge also. Macht zunächst einen Sackstich, einen ganz normalen. Wichtig ist, dass der direkt parallel liegt. Und dann klappe ich die Schlinge nach hinten drüber. Und hier gucke ich eben auch wieder, dass die vernünftig liegt und umschlägt. Jetzt nehme ich diese Schlinge, nicht die hier, die hier, und ziehe sie raus. So. Und damit ist das weiche Auge fertig. Wieder hier die Kontrolle. Ich habe hier die zwei. Ich habe hier die zwei Schenkel mit einem drüberliegenden. Weiches Auge. Der nächste Knoten, den ich euch zeigen will, ist der Schleifknoten oder Wasserklau. Und da möchte ich jetzt ein paar Worte dazu verlieren, welchen von beiden ich euch nämlich zeige. Es ist so, Schleifknoten und Wasserklang werden zum Teil gleichwertig benutzt. Es sind aber zwei verschiedene Knoten. Der Schleifknoten kommt mehr aus der Ausbildungsschule des Deutschen Alpenvereins und wird dort viel benutzt. Der Wasserklang kommt mehr aus der Ausbildung und auch Bergführerausbildung der österreichischen Bergführer und wird meines Wissens nach auch in der Schweiz mehr benutzt. Es sind beides absolut gleichwertige Knoten, sie werden einfach nur unterschiedlich gemacht. Und ich zeige euch, ich nenne es jetzt mal die Wasserklang-Version des Schleifknotens. Was macht man also mit dem Knoten? Im Wesentlichen ist der Wasserklang dazu gedacht, dass man Sicherungsgeräte, sei das jetzt ein HMS-Karabiner mit einer Halbmastwurf oder aber auch eine Tube oder ein tubeartiges Sicherungsgerät, blockiert. Das braucht man im Prinzip immer dann, wenn man zum Beispiel einen Unfall hatte, wenn man den Kameraden irgendwie fixieren muss, damit man selber frei ist, um zu arbeiten. Wir fangen mit der Variante an, die einfacher ist. Das ist die für den Halbmastwurf. Und danach zeige ich euch, wie das Ganze bei einer ganz normalen Alpin-Tube funktioniert. Was bei der Tube vielleicht noch wichtig ist, wenn ihr einen Nachsteiger mit der Tube sichert, dann macht ihr das ja normalerweise in der Lochplattenfunktion. Da habt ihr schon eine automatische Klemmwirkung. Da müsst ihr nicht unbedingt einen Wasserklang machen, um das Seil zu blockieren, sondern da könnt ihr einfach einen Knoten in das Seil machen, der hält. Und das ist dann auch in Ordnung. Wenn ihr euch beim Umgang mit der Tube, insbesondere beim Sichern von einem Nachsteiger, noch nicht so ganz sicher seid,
dann verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal mein Tutorial, wie man mit einer Tube arbeitet. Und dort seht ihr das dann. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Wasserklang beim Halbmastwurf an. So, ihr seht jetzt, ich habe hier einen Halbmastwurf gebaut, mit dem ich an diesem Seil eine Person sichere. Das hier ist mein Bremsseil. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie man den Knoten macht, guckt ins Grundlagenvideo zu den Knoten. Also, was ich jetzt möchte, ist, dass ich im Prinzip dieses Seil komplett blockiere. Wichtig dabei ist, dass man die Bremshand oder das Bremsseil immer mit einer Hand festhält. Zu Demonstrationszwecken werde ich jetzt meine Griffel ab und an vom Seil wegnehmen, damit ihr das besser seht, aber ich zeige euch gleich auch nochmal, wie es richtig geht. Ich nehme das Bremsseil und führe es unter dem belasteten Seil durch und diese Schlaufe, die sich hier bildet, stecke ich durch die beiden Seile hindurch. Da sieht man das so, nach unten weg. Und dann ziehe ich im Prinzip an dem Ende, dass auch die Bremshand das Bremshandseil ist, und zwar mit richtig Schmackes und Kraft nach oben. So, dann habe ich schon die erste Blockade drauf. Da passiert jetzt nicht viel. Wenn ihr in eine andere Richtung zieht, zum Beispiel nach unten oder zur Seite, tendiert der Knoten ein bisschen dazu, dass er doch noch ein Stückchen durchrutscht. Dann kann man zwei Sachen machen. Entweder man kann direkt hier unten einen Knoten reinmachen. Das ist normalerweise auch ausreichend. Die offizielle Lehrmeinung sagt aber, dass ich genug Seil holen sollte, so, um das Seil durch den Karabiner zu führen und dann um alle beiden Seile nochmal einen ganz normalen Schlag binde. So. Ich habe den jetzt auch wieder mit ein bisschen Abstand gemacht. Je weiter oben er ist, desto besser. Und wenn ihr dann noch eine letzte Sicherheitsmaßnahme treffen wollt, diese Schlaufe muss sich hier aufziehen, damit das Seil, an dem die Person hängt, weiter durchgehen kann. Dann nehme ich einen Karabiner, klippe den hier durch die Schlaufe und hier um das Seil. Dann kann nichts mehr passieren. Ihr könnt schön arbeiten und wenn ihr die Person oder wenn ihr die Person ablassen wollt oder sie weiterklettern möchte, habt ihr bei dem Knoten den Vorteil, dass ihr ihn entriegeln könnt, ohne dass Seil rausgeht. Zum Beispiel, wenn ihr einfach nur einen Halbmastwurf auf Mastwurf umbauen würdet, dann hättet ihr dann nachher Gewicht drauf und würdet ihn wahrscheinlich nicht mehr loskriegen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man den wieder losmacht. Immer dran denken, Bremsseil nicht loslassen. Das heißt, wir haben ihn hier, dann fädeln wir hier auf und halten gleichzeitig hier oben fest. Zack, können wir problemlos machen, da passiert nichts. Und offen. So, wie geht es jetzt weiter? Dann habe ich mein Bremshandseil. Zack, das ist das hier. Das ist wieder das Seil, das bremst. Ich kann das einfach durchziehen und dann mit wieder Zug, damit kein zusätzliches Seil ins System kommt, weg. War jetzt sogar ein bisschen langsam und ich habe dann hier wieder meinen Mastwurf drauf. Ja, das ist der Knoten. Ich denke, ich zeige euch den jetzt nochmal so, wie ich ihn immer mache. Wie ich es mache von der Handhabung her, dass ich das Bremsseil nicht loslasse. Ist vielleicht nicht so übersichtlich, aber ihr seht es halt dann von den Händen her. Und danach zeige ich ihn euch nochmal im Detail. Ich halte also das Bremshandseil fest, hole den hier unten durch, stecke ihn an meiner Hand vorbei, zwischen die Seile, und dann schlage ich hier rum und halte hier das Bremshandseil und hoch. So, ich habe hier das Bremshandseil, nehme mir genug Seil raus, um es gleich durch den Karabiner zu fädeln. Halt dann hier fest. Auch das ist Seil, an das im Prinzip als Bremse wirkt. Fädel es hier durch. Halt hier wieder fest. Das Seil kann jetzt los sein, weil ich habe hier das Bremsseil. Schlage es einmal hier rum. Und im Optimalfall schiebe ich den Knoten dann weit hoch. So. So wird der gemacht, Karabiner rein und dann ist die Sache sicher. Jetzt im Detail. So, wir haben hier wieder unsere Bremsleine, hier. Wir haben hier wieder die Leine mit dem Gewicht dran und wollen jetzt eben den Wasserklang machen. Ich halte hier fest, nehme die Hand dahinter und diese Schlaufe führe ich hier zwischen den Seilen hindurch.
denke, das sieht man. Und dann ist das Wichtige nur eben, wie ich gesagt habe, dass man nach oben Zug drauf bringt. So, ja, dann ist das schon mal soweit blockiert. Ihr könnt hier in Ruhe Seil nachholen, damit die Schlaufe groß genug wird. Führt sie oben durch den Karabiner durch. So, legt unten drauf einen Knoten. Und den Knoten schiebt ihr dann wieder so weit wie möglich nach oben hin. So. Hier noch den Karabiner rein und dann ist fertig. So, wir haben jetzt also die Situation, dass ich mit der Tube einen Vorsteiger sichere und die Tube blockieren will. Es wird grundsätzlich normalerweise nicht der Fall sein, wenn ich die Tube an mir dran habe. Ja, vielleicht, wenn jemand etwas ausbouldern will beim Sportklettern oder sonst was, kann das natürlich passieren, aber da würde ich sie halten. Wo das vielleicht klassisch passiert, ist eher, wenn man vom Standplatz aus mit der Tube sichert und der Vorsteiger stürzt, braucht Hilfe, wie auch immer. Der Knoten funktioniert aber komplett gleich und ich zeige ihn euch jetzt so hier, weil man es einfach besser sieht. Gut, also das erste ist wieder, hier ist das Bremsseil und das lasse ich natürlich normalerweise nie los. Jetzt für euch mache ich das, einfach damit ich euch das zeigen kann. So, ich nehme ein Stück vom Bremsseil und fädle es hier durch den Karabiner durch. Dann zwischen Karabiner und Seil und brauche wieder einen ordentlichen Ruck nach oben. So, was hier oft passiert ist dann, dass das in das Seil umschlägt. Das ist nicht schlimm, das kann einfach passieren, kein Problem. So. Dieses Seilende wieder, also jetzt ist blockiert, dieses Seilende nimmt man dann und schlägt es um das obere Ende herum und macht wieder einen Knoten, den man versucht möglichst runter zur Tube zu ziehen. Zack. So. Damit ist die Tube jetzt blockiert. Ich kann hier wieder meinen Karabiner reinmachen zur Sicherheit und dann könnte ich theoretisch jetzt weggehen oder das so lassen. Ich kann das wieder lösen, ohne dass zusätzliches Seil ins System kommt. Ich mache den Karabiner raus. Und jetzt simulieren wir mal den Ernstfall, bei dem ich das Bremsseil nicht loslasse. Ich habe hier das Bremsseil und ich weiß, das kommt hier wieder raus. Dann halte ich es hier fest. Ja, Bremsseil habe ich. Zack. So. Und nun nochmal einfach mit Schmackes. Hier habe ich das Bremsseil. Hier auch wieder. Halte es so fest, ziehe es einfach und was passiert ist, sobald es hier rausgeht und ich ordentlich daran ziehe, springt das auch wieder nach vor. Da ist es. Ja, und dann kann ich wieder normal mit der Tube arbeiten, Seil aufgeben, Seil einholen und so funktioniert das System. Ich zeige euch das jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Wir haben hier die Tube, hier jetzt wieder das Bremsseil und das wollen wir jetzt fixieren. Wir nehmen einfach ein Stück von dem Seil, ziehen es hier durch den Karabiner durch und hier hinter dem Bremsseil wieder vorbei. Und da ist wieder wichtig, wenn wir es anziehen, wieder nach oben anziehen zum Gerät hin. So, hier haben wir wieder den Umschlag, das ist in Ordnung, das muss so sein. Und dann haben wir zwei Varianten. Wir können entweder hier einmal einen Knoten um den Karabiner machen oder wir machen oben einen Knoten um das Seil. Ich empfehle da oben den Knoten um das Seil zu machen. Also wir nehmen die beiden Stränge, führen sie hier oben einmal rundum. Und wenn wir das gemacht haben, bringen wir den Knoten wieder so weit wie möglich runter und ziehen zu. So. Hier oben könnte man wieder einen Karabiner durchmachen. Und damit ist auch hier die Tube gesperrt. Das war es auch schon wieder mit den Knoten für Fortgeschrittene. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir unten in die Kommentare. Wenn es irgendwelche Knoten gibt, die ihr gerne noch sehen wollt, lasst mich das auch gerne wissen. Und ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.